Hallo und herzlich willkommen, liebe Saskia. Ich freue mich sehr, dass du heute bei mir im Interview bist. Ja, die Saskia kenne ich ja schon vom Mama-Kongress. Also sie hat mich eingeladen, dort teilzunehmen. Das ist mir wirklich eine Ehre und es ist so, so, so wichtig, was du machst und einfach so viele tolle Tipps und Inspirationen, was man einfach aus seinem Kongress herausholt. Also vielen Dank, dass du dir diese Mühe gemacht hast und das auf die Füße gestellt hast und das als alleinerziehende Mutter. Also danke, danke, danke. Liebe Saskia, bitte stell dich gerne vor, dass ich auch meine Zuhörer, die dich noch vielleicht noch nicht kennen, viele kennen dich ja schon, dass sie dich auch kennenlernen. Ja, hallo, liebe Jasmin und hallo, liebe Zuschauer. Vielen, vielen Dank auch für deine Einladung in deinen tollen Podcast. Ich finde das so großartig, dass du das machst. Im Grunde ist es ja auch ein ähnlicher Spirit wie meine Mama-Kongresse, dass wir einfach beide zusammen die Mission haben, dass anderen Mamas auch noch mehr geholfen wird. Und deswegen wollte ich dich auch unbedingt im Kongress haben, weil ich weiß, du hast so viel Wissen und du gibst das auch so unkompliziert weiter. Allein, was du im Kongress, da hast du, glaube ich, 10 Tipps gegeben statt einen. Also es war so fantastisch und alles so toll, dass ich sie auch bis heute anwende. Also ja, ich bin eigentlich ja Coach und Trainerin für Mann-Frau-Kommunikation, also dass Männer und Frauen sich besser verstehen und mehr ins Miteinander kommen, statt ins ständige Gegeneinander, beruflich wie privat. Hab dann aber letztes Jahr eben schon überlegt, wo dann der Lockdown noch der erste anfing. Nee, also irgendwie reicht es nicht. Es muss noch viel, viel mehr Infos an die Mamas kommen, wie sie in die Kraft kommen, weil jede Mama hat ja auch andere Probleme und uns fehlt einfach die Kraft. Das ist einfach so. Wir haben so viel, wirklich, wir leben oft im Burnout. Ja, andere Leute machen da eine Kur und wir machen das 10 Jahre mit unseren Kindern, weil wir einfach immer weiter funktionieren. Und das raubt so viel Kraft und das ist so krass. Und jeder kommt aber anders in diesen Burnout. Also jeder kommt anders in diese kraftlose Erschöpfung und das Weiterfunktionieren. Und bei den einen ist es halt, dass die Kinder so anstrengend sind. Und bei den anderen ist es halt, dass man selber irgendwie nicht in die Ich-Zeit kommt oder sich die nicht gestattet oder dass man noch keine richtige Selbstliebe praktizieren kann. Oder dass man vielleicht eben beruflich auch nicht klarkommt oder dass man viele Geldprobleme hat und die ganze Zeit nur Geldsorgen hat, deswegen nicht wirklich Zeit für die Familie mit wirklich Dasein, Quality Time. Also einfach nur da sitzen reicht ja nicht, sondern solltest eigentlich auch teilnehmen. Also viele solche Gründe. Und ich habe wirklich versucht, jetzt in beiden Mama-Kongressen über 100 Interviews zu allen Themen, die ich selber gefunden habe, auch gesundheitliche Themen zusammenzutragen. Und da bist du ja auch ganz dabei mit eben deinen gesundheitlichen Tipps für den Körper und auch für die Seele, die dich ja auch mit dem Körper, es ist ja alles eins. Ich habe eben auch versucht, die ganzen Referenten inhaltlich, ganzheitlich zu finden. Und ich glaube, es ist mir auch sehr gut gelungen. Und es ist so wichtig, dass eben jede Mama sich da raussuchen kann, eben, wo ist ihr Problem? Da kann sie noch mehr drauf eingehen, aber auch schauen, ach, sieh mal, das gibt es auch noch und das kann mir auch helfen. Oder ich hatte auch eine Mama, die hat mich angeschrieben, die hat geglaubt, ihr Kind ist jetzt in der 3. Klasse, dass der Legasthenie hat und dass der irgendwie, also mit seinem Lesen, das wird nichts. Und die hat so viel gemacht, das gibt es alles nicht. Dann hat sie sich ein Interview angeschaut, wo sie eigentlich dachte, naja, weißt du auch nicht, warum ich mir das jetzt anschaue, ist auch nicht mein Thema. Und da ging es um Reflexintegration. Und auf einmal war ihr völlig klar, warum ihr Kind nicht lesen kann. Und dass der eben, und dann hat sie auch sofort da angerufen und hat gesagt, Mensch, das ist alles eins zu eins wie bei uns. Und was mache ich jetzt? Und dann hat sie eben auch jemand gefunden in der Nähe und jetzt kann der Junge lesen. Also das ist so Sachen, wo du eben nicht drauf kommst und wo du auch vielleicht gar nicht, ja, weil du ja so im, ich muss funktionieren, ich muss den Tag rumkriegen bist. Und immer so in diesen kleinen 20-minütigen Interviews so nach und nach drauf kommst, was vielleicht schiefläuft und dass du es ändern kannst. Und das ist nicht so wertvoll. Ja, also ich finde das auch super. Also da sind so tolle Inspirationen drin in diesem Kongress und auch diese verschiedenen Themen, die einen richtig bereichern vom ganzheitlichen Körper, Geist und Seele und oftmal eben Dinge, die man noch nie gehört hat, wo man einfach mal sagt, okay, da will ich mal reinhören. Irgendwie hat mich das jetzt intuitiv angezogen und man hört sich da an und denkt, wow, cool oder genau das, was ich jetzt brauche. Und ja, wie viele Interviews sind jetzt in diesem Paket dabei von diesem Mama-Kongress?
Das ist Ja, ja über 100. Also wow. beim ersten Kongress waren es 45 Interviews und beim zweiten waren es 49, aber plus 5 Boni. Also Wow. Bonus-Interviews und also es sind wirklich jetzt über 100 und es sind ja auch, teilweise sind auch zwei Referenten auf einmal. Es gibt viele Paare, die auch zusammen coachen, was ich ganz toll finde. Es gibt auch nicht nur Frauen, es gibt auch Männer-Coaches, Männer-Trainer, Männer-Experten. Einer macht auch eben als Bonus noch eine ganz, ganz tolle Achtsamkeitsmeditation, die du mit Kindern machen kannst. Also es sind wirklich ganz tolle Leute dabei. Also es ist nicht nur eben so einseitig. Und das war mir auch so wichtig, dass es eben so ganzheitlich ist. Und es sind auch welche dabei, die sind gar nicht Mamas, aber die können dir ganz toll helfen, indem sie zum Beispiel dein Money-Mindset, also deine Geldgedanken, deine ganzen Blockaden mal lösen. Weil wenn du auch von deinen Eltern schon gewohnt bist, ja, wir haben nie genug Geld, dann ist es ja weiter. Und du strampelst dich ab und machst alles, aber es ist immer nicht da. Ne? Und sowas kann eben auch die Familie blockieren und dir die ganze Lebenslust rauben. Und diesen habe ich eben auch reingeholt. Also ich habe wirklich auch reingeholt. Das ist total wichtig. Ja, weil eben auch, du bist ja nicht nur Mama. Du Ja. bist Mama und du bist sehr gerne Mama und du wirst es auch hoffentlich immer sein. Aber du bist ja auch Frau und du bist auch die, die du vorher warst. Und du bist auch berufstätig und du bist so viel. Und das muss ja alles, die ganzen Facetten müssen ja abgedeckt werden. Und du bist auch Partnerin von deinem Mann oder von deinem Ex oder was auch immer. Also ich bin ja selbst alleinerziehend, aber wir haben ja trotzdem noch Kontakt. Also Gott sei Dank. Und er hat auch, also wir haben wirklich es geschafft, dass er trotzdem eine liebevolle Beziehung zum Kind hat und wir eine freundschaftliche und dass es wirklich gut läuft für alle Beteiligten. Und das ist wirklich toll. Und da bin ich auch sehr, sehr froh. Und das ist aber auch eben so eine Sache, mit dem Partner wieder ins Miteinander kommen, egal ob er noch da ist oder eben jetzt woanders wohnt oder was auch immer. Also so, lauter solche Sachen haben wir drin und das ist so schön. Ja. Absolut, also das ist so wertvoll. Und bei mir war es ja auch so beim Podcast, da habe ich auf Clubhouse, ja, sie ist auch so Geldanlageberaterin und geht so alles ums Geld. Und dann dachte ich mir auch, sie frage ich, die Carmen, ob sie zu mir in den Podcast kommt, weil ich das eben auch so wichtig finde. Weil ich habe heute zum Beispiel in meinem Mama-Baby Workshop zu meinem, also das ist so eine Gratis-Kostprobe, bevor mein Mama-Baby-Online-Kurs losgeht, dass sie mich die Leute einfach kennenlernen und dass sie schon mal so ein bisschen einen Input bekommen, um was es auch in meinem Kurs geht. Und da haben wir heute zum Beispiel auch dieses Mama-Balance-Rad gemacht. Denn wenn man Rad fährt und man hat einen Batschen oder ein Loch, wo die Luft rausgeht, dann läuft es ja auch nicht mehr rund und oft ist es ja wirklich, dass es gerade ein Bereich ist. Es ist die Gesundheit. Es kann zum Beispiel nach einer Geburt der Beckenboden sein oder dass man Depression hat, dass man irgendwelche Wehwehchen hat, Geburtsnarben, wo man sich einfach drum kümmern darf, wo man sich auch Hilfe suchen darf und kann. Es gibt so viele tolle Expertenkurse. Im Moment ist es so ein tolles Angebot, auch online, was man wahrnehmen kann. Oder auch andere Bereiche, eben wie die Finanzen, wie die Arbeit, dass man sich vielleicht selbstständig machen möchte, sich nicht mehr wohlfühlt mit dem, was man macht, eben partnerschaftlich. Das ist ganz, ganz wichtig, weil oft fühlen sich ja die Männer dann wie das fünfte Rad am Wagen. Und eben Selbstliebe, Selbstfürsorge, das habe ich da auch alles in diesem Rad und dass man einfach selber beobachtet, wo stehe ich, dass man wirklich einmal sich reflektiert und nachfragt, wo stehe ich, was brauche ich, was will ich, was sind meine Träume und Visionen und was kann ich auch machen oder täglich machen, dass ich da hinkomme oder langsam da hinkomme. Und da finde ich einfach so einen Mama-Kongress so wichtig und interessant, dass man einfach wirklich schauen kann, mal, was brauche ich? Oder dass man einfach intuitiv auch ein Interview auswählt, weil einem vielleicht gerade optisch der Referent so sagt oder die Überschrift oder die Stimme. Und dass man da wirklich mal reinhört, reinspürt, weil oft weiß man nicht, warum man was anschaut oder warum man zu etwas Bestimmten kommt, aber es gibt ja so viel Unbewusst, was uns automatisch irgendwo hinzieht und da hat man dann wirklich ein schönes Buffet, wo man dann einfach aussuchen kann, was brauche ich, was möchte ich mir anschauen und
Ja, was könnte mir eben in meiner aktuellen Situation helfen? Also wunderschön. Das stimmt, das ist mir ja teilweise selbst so gegangen, weil ich die Referenten gesucht habe für ein Thema, sind mir plötzlich andere Referenten potenzielle vor die Füße gestolpert, wo ich dachte, ah, und dann habe ich mich da ein bisschen mehr reingefrieben und dachte, das ist ja eigentlich auch super spannend. Das ist Ja. mir jetzt nicht zufällig begegnet. Also ich habe dann schon wirklich auch geschaut, dass ich auch die richtigen für die Themen finde. Und ich habe auch teilweise welche angefragt, wo ich dann auch dachte, bei den einen ja, passt super. Und bei den anderen passt nicht so rein. Also habe ich dann auch schon immer geschaut, dass es irgendwie ja so trotzdem gut ist. Also es gibt ja auch ganz viele Leute, die so zum Beispiel Geldtipps geben, ja. Und die wohnen dann aber selber in einem Einzimmer-Wohnklo, wo ich mir denke, was willst du mir denn da helfen? Ja, also ich brauche jetzt auch nicht jemanden, der jetzt unbedingt das Geld rausschmeißt und eine Villa mit Pool und protziges Auto, aber irgendwie schon, dass man das Gefühl hat, der hat jetzt seine Wohlfühlsache. Ich meine, ich kenne auch Leute, die haben wahnsinnig viel Geld, die reisen mit dem Rucksack um die Welt. Ja, ist auch okay. Aber da habe ich auch das Gefühl, das stimmt. Ja, Das sie irgendwie stimmt. wollen das so. Das ist ihre Genau. Und Lebensphilosophie. die leben und die spenden auch Geld und die haben immer genug Wohlstand für sich um sich rum. Und es ist auch wunderschön. Aber eben, wie gesagt, es gibt so welche, der kracht so ein bisschen. Und dann, das habe ich eben auch sehr versucht abzubilden. Und das Schöne am Mama-Kongress ist ja eben auch, also die sind ja, der eine war im Mai 2020, der andere im Januar 2021. Aber die Themen sind ja alle zeitlos. Es ist ja völlig egal, weil wir kriegen ja alle mal Kinder und haben alle irgendwie stressige Themen damit. Und alle Kinder sind auch wieder anders. Das eine ist so, das andere so. Und dann weißt du wieder nicht so genau. Und dann findest du aber doch, okay, dass da, ach, so ist das. Es ist auch, meine Schwester ist Osteopathin. Und was die schon Leuten so zack, zack geholfen hat, wo teilweise Ärzte seit 10 Jahren rumgesucht haben, das sind oft so Schlüsselerlebnisse. So ganz kleine Sachen, die dir plötzlich so helfen. Oder ich habe auch die, also sind ja in jedem Interview sind ja alltagstaugliche Praxistipps. Und die eine hat zum Beispiel auch erzählt, was sie schon immer praktiziert hat, sie meditiert auf dem Klo. Weil einfach so viel los ist, dass sie aber auf dem Klo es schafft, weil da darf sie sich ja irgendwie zurückziehen, endlich guckt mal keiner rein, dass sie deine Meditation mal schräg, aber toll. Ja, bei mir war es nämlich so, in der Firma, wo ich gearbeitet habe, da war ich ab und zu auch so K.O. und dachte mir, wow, ich müsste jetzt eigentlich Atemübungen machen. Und auf dieser Toilette war ein wunderschönes großes Fenster. Das habe ich aufgemacht und habe dazu meist auch schon in der Firma auf der Toilette meine Atemübungen gemacht, weil die anderen brauchen einen Kaffee und die anderen brauchen Atemübungen, aber die Atemübungen sind einfach noch nicht so gesellschaftsträchtig wie der Kaffee. Und deshalb habe ich mich dazu meist, das war 2014, 15, auch auf die Toilette immer zurückgezogen, weil einfach das ein großes, schönes Fenster war und optimal mit frischer Luft und habe das ja, auch in der Firma so gemacht und gehandhabt. Toll. Ja, das ist ja toll. Also es sind eben so viele Sachen. Und das ist ja auch, ich habe ja versucht, dass die Interviews wirklich nie länger als 20 Minuten sind. Gut, weil hier sind 23, aber eben, weil ich selber weiß, das ist so mein Zeitfenster als alleinerziehende, vollbeschäftigte Mama, weil ich einfach, wenn da schon steht, eine Stunde, ich gucke es mir nicht an. Ja. Ich sehe es ja unten in der Timeline und denke mir so, oh, das schaffe ich nicht. Und so 20 Minuten, die habe ich immer mal. Die habe ich mal abends, die habe ich mal zwischendurch und habe wieder einen Impuls, eine Inspiration. Und das finde ich eben auch so schön. Oder wir haben ja auch Meditationen dabei und Vorträge, die sind ganz kurz. Die habe ich mir dann selber so ein bisschen rausgezogen, sind dann so 5 bis 10 Minuten. Die Zeit habe ich immer mal. Aber so eine Stunde, das ist dann schon eine Herausforderung. Also für mich mental irgendwie. Andere schaffen das, das ist auch toll, sollen sie machen. Aber die meisten Mamas, die ich kenne, haben so viel um die Ohren wie ich. Also es ist einfach so. Und das ist eben schon so eine kleine Auszeit von 20 Minuten, wo du auch inspiriert wirst, wie du dann auch weitere Auszeiten nimmst, zum Beispiel. Und das ist so, so wertvoll einfach. Und deswegen habe ich auch gesagt, eben jetzt, gerade jetzt, wo es immer weitergeht, wo wir immer weiter gegängelt werden und auch gar nicht mehr wissen, ja, wie lange noch und was kommt jetzt und so. Das ist ja noch eine Zusatzbelastung. Und deswegen habe ich mir gedacht, so, jetzt gibt es aber wirklich den absoluten Krisenrabatt.
Über 100 Interviews für nur 99 Euro. Also es ist ja pro Interview 1 Euro, ist ja ein Witz eigentlich. Aber es ist mir einfach so wichtig, dass ich es einfach auch, weil ja auch so viele Leute gerade immer weniger Geld haben, ja. Der Mittelstand wird platt gemacht. Also deswegen habe ich mir gedacht, ich mache es wirklich zum absoluten, wirklich verkraftbaren Rabatt, dass einfach jeder Zugang dazu haben kann. Und das ist dann auch für immer. Also wenn du das Paket hast, ist es ja wirklich für immer. Ich werde es für immer freischalten, solange es mir technisch möglich ist, dass du dir das anschauen kannst. Und deswegen, das ist ja wirklich eine Investition in dich für dein Leben. Du kannst es ja auch, also das Lustige ist, im Mai habe ich ja den ersten Kongress gemacht. Und im August war ich dann an der Nordsee mit meinem Kind. Und dann haben mich wirklich fremde Leute am Strand umarmt. Also fremde Frauen, und haben gesagt, ich weiß, du kennst mich nicht, aber ich habe den Kongress geguckt. Und ich so, oh, das freut mich. Und gesagt, trotz Corona-Umarmung, vielen, vielen Dank, es hat mir so geholfen. Habe ich mich gleich mit ihnen zusammengefreut. Und dann haben die auch gesagt, sie haben das Paket gekauft und sie gucken immer noch. Mhm. Also es war ja von Mai bis August und die waren mit der 45 noch nicht durch, wollten aber trotzdem jedes anschauen. Und ich dachte, es ist auch okay, weil es ist ja Zeit. Ja. So, ja, ich habe auch Zeit, aber teilweise gucke ich halt nur eins die Woche und dann inspiriere ich mich dafür die Woche. Manchmal gucke ich es ein zweites Mal, weil ja oft, wenn du nochmal guckst, mache ich auch ganz oft, dann kommen plötzlich nochmal neue Infos, die hattest du gar nicht gehört. Mhm. Weil unser Gehirn kann teilweise nicht alles auf einmal aufnehmen. Ja. Und gerade dein Interview habe ich auch selber nochmal dreimal geguckt. Ich gebe es offen zu, weil da so viel drin war. Ich habe zwar auch versucht mitzuschreiben, weil dann, weil ich auch mal nicht mitgeschrieben habe, habe ich wieder andere Sachen mitbekommen und so. Und dann war das für mich auch so wertvoll, weil ich es immer wieder neu gehört habe und andere Sachen gehört habe. Oder auch Sachen, die wiederholt werden, sitzen auch besser oder so. Also das fand ich auch so, so spannend, eben diese Kontakte im Urlaub, die eben auch ganz wohnen, wo wir nie Kontakt hätten. Das finde ich auch so toll online. Und das ist eben wirklich im ganzen deutschsprachigen Raum, ja. Also es haben ja auch dann, ich habe gesehen, es haben Leute teilweise in Amerika gekauft, ja, oder in Australien, weil sie trotzdem Deutsch sprechen und auf deutschsprachige Angebote schauen. So. Und das war total spannend und dann ist es auch wurscht mit der Zeitverschiebung ein. Das ist ja das Tolle. Und deswegen, ich bin so begeistert und ich will auch irgendwann einen dritten machen, aber jetzt habe ich gerade noch ein paar andere Themen. Aber ich bin selber so begeistert von dem Projekt, weil ich selbst so viel mitgenommen habe. Mhm. Weil ich habe natürlich auch, klar, ich bin alleinerziehende Mama von einem Schulkind. Ich habe auch so meine ganzen Handicaps und Schwierigkeiten. Und ich habe wirklich auch bei jedem Interview so viel mitgenommen. Und wie gesagt, ich schaue mir die teilweise wieder jetzt auch ein paar Mal nochmal an. Und auch jetzt noch und nehme selber so viel immer wieder mit für mich als Mama in meinem Alltag und meinem Problem. Und da bin ich auch so dankbar, dass ich da also sowas gefunden habe, ein Projekt, was anderen hilft und mir selbst hilft. Ich meine, besser geht's ja nicht. Ja, es ist so wundervoll, also deine Arbeit. Also nochmal vielen, vielen Dank. Ich sage nur allen, nützt diesen Krisenrabatt. Und ich meine, in 20 Minuten ist so viel Wissen drin, so viele Tipps. Und ich meine, ja, ich habe ja auch meine Tipps rausgeballert und ich verlose ja ab und zu, wenn ich meine gratis Workshops, Kurse gebe, zu meinen Kursen, so halbstündliche Yoga Ayurveda Coachings mit mir. Und ich denke oft auch, Wahnsinn, was die Leute in so einer halben Stunde bekommen. Und ja, das ist einfach, nützt es, über 100 Interviews und zu einem Spezialpreis. Wie lange wird der Preis noch gehen? Weißt du das schon ungefähr, oder? Naja, ich denke, bis wir endlich durch sind. Und ich fürchte, es dauert noch eine Weile. Und ja, also ich wünsche mir ja so sehr, und ich bitte echt jeden Tag, dass es ganz schnell vorbei ist. Mhm. Aber trotzdem, also ich lasse den auch erstmal, weil ich finde, selbst wenn jetzt dieser ganze Corona-Quatsch vorbei ist, ja, dann, ich meine, so viele sind wirtschaftlich angeschlagen. Das ist für mich dann auch noch Krise. Ja. Sobald ich das Gefühl habe, der Mittelstand erholt sich langsam, kann ich auch wieder den alten Preis hochholen. Aber so lange wird es den geben, weil es ist einfach, die Krise dauert ja dann an. Ja. Ja, dann, liebe Saskia, vielen lieben Dank. Danke für deine tolle Arbeit. Also es war mir eine Ehre, bei deinem Kongress dabei zu sein. Und ich muss sagen, einfach eine wunderbare Sache. Man merkt, es ist richtig deine Herzensangelegenheit. Also vielen Dank, dass du heute hier warst. Und ja,
Schaut euch das alles an, ich verlinke das. Und wo findet man dich denn? Ich glaube einfach unter Saskia Dürr findet man auch deine ganzen. Das kann ich googeln, da bin ich ganz oben. Ja. Und der Mama-Kongress, der schreibt sich mit C, aber du verlinkst es ja Ja, eh. Genau. selbstverständlich. Ja, Ja. gut, dann vielen lieben Dank, liebe Saskia, und Ja, vielen zum Dank, nächsten Lisa. Mal. Danke, Vielen Mama. Dank dir für deine wundervolle Arbeit. Vielen Dank. Dankeschön. Kann ich nur bestätigen, auch von dir. Danke, Mamas Danke, Baby. ciao. Ciao.